immer beides zusammenzuhalten, liebe Schwestern und Brüder, das ist ein, wie soll man sagen, ein ganz schwieriger Anspruch, den Jesus hier formuliert. Also nicht einfach nur die korrekten Dinge zu wissen und sie zu sagen und sie zu bekennen, sondern sie auch zu tun. Ich denke, es ist ein lebenslanges Exerzitium, nicht der Heuchelei zu verfallen. Natürlich regen wir uns oft auf über alles, was auch in der Kirche dann nicht katholisch ist, aber ob wir es selber sind. Man kann sich den ganzen Tag aufregen. Aber wie steht es mit mir selbst? Es ist nicht damit getan, sozusagen, ich stehe sozusagen von der Einstellung auf der richtigen Seite. Ich muss es auch in der Praxis sein. Sonst ist es umsonst. Aber das ist nicht die einzige Spannung, die wir hier in unserem Text haben, dass wir nicht der Heuchelei verfallen. Jesus wendet das ja konkret an. Es wird alles offenbar werden. Kann ich alles, was ich im Verborgenen hinter vorgehaltener Hand sage, kann ich das alles laut sagen? So, dass es morgen in der Zeitung steht, mit meinem Namen? Kann ich, über den ich mir gerade das Maul zerreiße, es dem Betreffenden auch ins Gesicht sagen? Oder ist das nur noch eine Aneinanderreihung von Peinlichkeiten, die sich dann ergibt? Man wird es auf den Dächern verkünden, sagt Jesus. Das ist mehr so die lebenspraktische Seite. Aber dann gibt es eine tiefgreifende nächste Spannung noch. Mit der Furcht. Keine Menschenfurcht zu haben. Auch nicht vor denen, die meinen, sie hätten alles in der Hand und sie könnten mit Daumen rauf und Daumen runter selbst über die Existenz eines Menschen bestimmen. Vor denen sollen wir uns nicht fürchten. Aber vor Gott sollen wir uns fürchten. Das ist ein merkwürdiges Wort. Das mögen wir heute nicht. Wieso sollen wir uns vor Gott fürchten? Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern die Macht hat, euch auch noch in die Hölle zu werfen. Das sage ich euch, ihn sollt ihr fürchten. Wer ist das? Das ist niemand anderer als Gott. Und im Folgenden, was Jesus dann wieder sagt, und damit ergibt sich die Spannung, dass wir nicht in der Furcht verloren sind, spricht Jesus in anderer Weise über Gott. Die Haare auf dem Kopf, diese Tausende von Spatzen, die sich die Armen wenigstens sonntags so an einem Stöckchen braten konnten, damit sie den Geruch, also ich denke, es war ja nicht so viel dran, aber zumindest den Geruch von Fleisch hatten am Sonntag. Selbst die sieht Gott, deren Existenz ist ihm nicht egal. Wie viel mehr unsere. Das ist der Gott, der um alles weiß, der Gott und Vater Jesu Christi, den man fürchten muss, und das heißt Respekt vor ihm haben. Der Einzige, dem wir letztendlich Respekt schulden und ihm auch entgegenbringen müssen, nicht in lauten Worten, sondern mit unserer Existenz, mit dem, wie wir leben. Denn er weiß um uns, er hat Macht über uns. Ihm allein gehören wir. Und er sieht uns. Und was wir tun, wie wir leben, ob wir leben, ist ihm nicht gleichgültig. Gott ist engagiert mit unserem Leben. Wer könnte das besser sagen als Christus selber?